Das sind hier Cocoon mit Dolphins. Platzierung 38 diese Woche hier bei uns in den 42 Lieblingssongs. So, mittlerweile 16:30 und man hört schon im Hintergrund, hustet jemand. Das heißt, es sind Menschen im Studio. Und diese Menschen, die kommen nicht einfach von irgendwo her, sondern die kommen aus Österreich. Und die sind mittlerweile sowas von bekannt, dass sie heute Abend das gesamte Volkstheater in München für ihr Konzert füllen werden. Im Studio bei uns zu Gast HMBC. Und Jungs, seid mal nicht böse, ich probier's mal, ob ich es mittlerweile kann. Holst du mal ein Music Big Bang Club? Ist wahrscheinlich komplett falsch, oder? Es ist Sonntag, wir verzeihen dir. Vielen Dank, vielen Dank. Stellt euch doch mal kurz vor. Andreas am Gesang, glaube ich, ne? Der Philipp, das der bin Philipp. Ich. Grüß Gott. Da sind wir, servus. Servus. Ich bin Andreas, hallo. Servus. Ich bin der Stefan, ich spiele Tuba. Ich bin der Bartholomäus und spiele Trompete. Und mein Name ist Johannes und ich spiele Posaune und Bariton. Fünf Herren aus Österreich, die was für eine Musik spielen. Wie kann, was gibt's da? Gibt es eine Bezeichnung dafür, für diesen Musikstil? Es ist ja schon sehr gemischt, ne? So ein bisschen Volksmusik, so ein bisschen Pop-Rock. So, wie kann man das beschreiben? Es ist vor allem ein bisschen was, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einer Bezeichnung uns entziehen und dem entsagen wollen, weil es eh nicht funktioniert. Also es ist vor allem ein bisschen, es ist Volksmusik, es ist Jazz, es ist Pop, es ist alles Mögliche. Aber so einen generellen Genrebegriff gibt es nicht dafür. Könntet euch ja dafür einen Fantasienamen ausdenken und den dann immer verbreiten. Das haben schon ein paar probiert, von Alpenreggae bis alles Mögliche war da schon dabei. Aber damit wollt ihr nichts zu tun haben, Alpenreggae? Nein. HMBC in Österreich gegründet im Jahr 2003. Jetzt im letzten Jahr sind wir zumindest erst auf euch aufmerksam geworden, als man gehört hat, Mensch, da kommt was aus Österreich, das hört sich irgendwie auf der einen Seite volkstümlich an, auf der anderen Seite ist es schon wieder so ein bisschen Pop-Reggae, wie ihr schon selbst sagt. Irgendwie ganz was Neues. Wie habt ihr euch gegründet und wie seid ihr auf diesen Sound gekommen? Ja, wir haben uns gegründet auf einem Volksmusikseminar. Sind wir durch Zufall zueinander gekommen und das hat sich dann ergeben nach diesem Seminar, dass wir auf Geburtstagen oder Hochzeiten gespielt haben und seit ungefähr 7 Jahren sind es normale Konzerte. Ja, es ist mehr Schicksal gewesen wie wollen. Wie wollen. Jetzt muss ich mal runterzählen, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 Jahre sind vergangen, bis man zumindest hier in Bayern zum ersten Mal was von euch gehört hat. Was habt ihr gemacht, dass das auf einmal so einen Wirbel um euch gab? Der Philipp hat das tolle Lied geschrieben und drum... Das kennen jetzt alle. Und ein Video haben wir auch gemacht, dank Nikolaus Küng. Und ja, durch das, dass es den Leuten so gefallen hat, sind auch Menschen aus Bayern auf uns aufmerksam geworden. Zum Glück. Danke. Nur aus Bayern oder wirklich auch aus anderen Ländern vielleicht mittlerweile? Luxemburg war mal dabei und Amerika, Campus Radio in Washington, glaube ich. Und ja, es kommen hier und da wieder Meldungen von verschiedenen Ländern und ja. Er hat Kreise angenommen. Unvorstellbar, ja. Obwohl Österreichisch ja nicht wirklich sich so unbedingt groß von Bayerisch unterscheidet, haben wir hier in Bayern schon ein bisschen Probleme, euch zu verstehen. Also jetzt nicht, wenn wir uns unterhalten, sondern was Musik angeht und was auch die Bezeichnung der Titel angeht. Das ist ein ganz spezieller Dialekt wahrscheinlich, oder in Österreich? Das ist Niederalemannisch und hat mit dem Bayerischen von daher nur peripher zu tun. Mhm. Also das gibt es in Österreich ja nur in Vorarlberg. Mhm. Gibt es die Allgäuer, glaube ich, und ein Teil von der Schweiz gehört zum alemannischen Sprachraum. Mhm. Und der Rest von Österreich ist ja bajuwarisch besiedelt. Mhm. Und darum versteht sie wahrscheinlich die Oberösterreicher besser wie die Vorarlberger. Höchstwahrscheinlich, ja. Über 2 Millionen Mal wurde euer Video abgerufen. Ich probiere es nochmal, ich gebe mir Mühe. Von Mello bis Geschuppernoi. Schuppernoi. Schopperno. Schopperno. Genau. Was heißt das? Von Mello bis nach Schoppernau. Das sind bei uns 2 Namen, Ortsnamen. Und um was geht's in diesem Titel? Es geht um einen nächtlichen Ausflug, wo es leider keine Busverbindung mehr gab, wo mich ein deutscher Koch mitgenommen hat bis nach Miller und von Miller bis nach Schopenhauer musste ich laufen. Also es ist ein Lied über einen nächtlichen Spaziergang. Autobiografisch quasi. Und das natürlich auch im Video festgehalten, sehr schön. Genau. Ja, heute Abend spielt ihr in München im Volkstheater. Yeah. Wir kommen nicht mehr rein, weil es wirklich komplett ausverkauft ist, haben wir uns sagen lassen. Ist ja ein Wahnsinnsanlauf. Oder? Ist schön, ja. Also ja, es ehrt uns, dass die Hauptstadt in Bayern uns so unterstützt, ja. Feine Sache. Wir wollen uns jetzt mal überzeugen von dem, was man heute Abend auch hören kann im Volkstheater in München. Und ihr habt uns einen Live- und Unplugged-Song mitgebracht. Was dürfen wir da jetzt erwarten?
Familie bis geschoppen noch. Ui, toll, da freuen wir uns. Live und unplugged hier bei uns in den Ecofem Studios. HMC aus Österreich. Bitteschön. So bin ich getrollt, ich ist ein Gartenschopf. Oh, so drei, halbe, vier wird das gesehen sein. Mama ist schon aufregt. Sie sagt, ey Bub, wann bist du wieder gesehen? Alla, du mein Anzug, das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein, ey Vater, sei gut mal ernst. Ja, lass er machen, ich will schon wissen, was er tut. Vom Elbisch geschoppen, da werd ich laufen, bis immer weit auf. Vom Elbisch geschoppen, da werd ich laufen, bis immer weit auf. Weit auf, weit auf, weit auf, bis immer weit auf. Da muss ich mein Mikrofon umhängen. Sehr schön. Jungs, vielen Dank dafür. Heute Abend in München im Volkstheater. Es gibt keine Möglichkeit mehr, euch da zu sehen, aber alle, die dabei sind und die jetzt am Radio sitzen und sich schon auf heute Abend freuen, denen wünschen wir auf jeden Fall viel Spaß. Euch auch in der Landeshauptstadt. Dankeschön. Alles Gute und letzte Frage, Zukunft, was steht an? Ein neues Album vielleicht? Das neue Album präsentieren wir am 7. Mai in Bezau im Wälderhaus. Wer Lust hat, nur 1,5 Stunden Autofahrt von München entfernt. Und ja, da machen wir dann Party. Und dann kommt ihr sicherlich irgendwann mal wieder in eine der größten Konzerthallen Münchens in den nächsten Jahren. Oh, ins Olympiastadion vorzugsweise, bitte. Genau, ins Stadion. Okay, vorher schicken wir euch das Album. Sehr gerne. Und Infos zu euch gibt es auch sicherlich im Netz, da kann man sicherlich auch eure Begebenheiten verfolgen. Auf www.hmbc.at oder unter facebook.com/hmbc.at. Jungs. Vielen Dank euch, viel Spaß heute im Volkstheater und bis ganz bald. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Servus. Wiederschauen. Macht's gut. Wiederschauen. Bayern.